Hat Valve schon Ankündigungen zur neuen Season gemacht? Nichts Spezifisches, nee. Sie haben bloß gesagt, dass es eine hohe Priorität ist, Toplane zu fixen. Und dass sie sich des Problems bewusst sind. Aber was genau sie vorhaben, haben sie nicht mitgeteilt. Was sie aber auch noch gesagt haben, schon vor ein paar Monaten, war, dass denn die nächste Preseason eine der größten aller Zeiten werden soll. Weil die des letzten Jahres so klein war. Ich meine, Blind Pick müssen wir eh jede Runde. Wäre schon ganz geil, wenn wir einmal Gwen nicht picken müssen. Picken wir mal Gangplank. Ich wünsche, ich hätte Gwen gepickt, Leute. Wäre der bessere Blind und vor allem hätten wir dann einen besseren AD-AP-Mix. Aber wer halt Diana, Gwen, Renate rotieren, haben wir sehr wenig physischen Schaden. Die meisten Midländer sind aktuelle AP-Champions. Dann pickt er einfach Lucian. Oh Leute, ich glaube, das ist das Game, wo der Enemy-Toplaner actually mal Flash-DP spielt. Kein Ignite. Woohoo! Ein Time Optonic, ja, also es wurde halt so hart genervt, weißt du? 2% Movement Speed. Aber ich glaube, das erste Mal seit Jahren, dass ich keinen Time Op auf Gameplank habe, ja. What the fuck? Flash doch! Ist der jetzt auch tot? Warum hat der nicht geflasht? Was ist für Level 1? Gute Practice. Hey, sind wir. It's a weird day to play League of Legends. Der kann jetzt mit Träne zurückkommen oder mit Double Longsword. Double Longsword wäre besser. Ich habe einen fucking Pink Ward und Flash verloren. Einfach beide First Strike kriegen ist so weird. Er hat bereits Recall TP, ich noch nicht. Also will ich ihn traden und einfach resetten. Tat auf so einer Wave. Er kann mich auch in. Er hat Rated Dirk und Trainer. Er hat schon viel bessere Items. Ich habe nichts gerade. Wenn du rein da Fist bei der Mitte. Die ganze Zeit Kills getradet. Alles, was da passiert ist. Wie oft ich kritte. What the fuck ist das RNG? Ich glaube, du waves dich immer farmen darf, weil es random krittet. Bam, Junge! Ich hab nichts gemacht. Legit, ich hab nichts Wow. Sunfire Dana hat ihn komplett I mean, lange Rolle. Warum auch nicht einfach Jungler, Sunfire, Demonic Embrace und skip Nash's Tooth? Wer braucht Nash's Tooth? Das ist aber Full Scaling gehen mit Leben. Sunfire geht auch besser mit Leben und du hondest der Scheiße. Er ist einfach crazy. Und es ist scheinbar ja trotzdem. What the fuck? Crit! What? Wo sind die ganzen Crits her? Macht sie gerade einfach Drake? What the fuck? Ja. Okay, aber wie OP bin ich? Ich habe zwei Items. Ult Upgrade, Minute 13, Minute 14, fairerweise. Warum ist sie nach vorne noch immer zu sterben? Noch das? Oh, die sind schon nach vorne geflasht. Ja, ich dachte, er würde früher auto-attacken. Was die denn? Nein, very good. Another crit in the bank. Like, what the fuck sind diese Crits, Twitch Chat? Ist das so lucky? So unfair. Oh. Gute Double Crit da hinten. Holy fuck. Das Barrel war crazy gut. Oh, holy moly, die Ult plus Barrel. Im letzten Match hätte mein Crit noch viel mehr reingeballert, ne? Aber ich muss halt diesen Patch leider Gangplank practicen, auch wenn wir den auf dem alten spielen, in Competitive. Fuck. Er hätte doch früher umdrehen sollen. Ey, wenn er mich gehittet hätte, hätte er mich gekillt. Aber er wollte uns beide haben und hat deswegen niemanden bekommen. Wir haben jetzt AI, aber wir haben nicht genug Crit für AI. Brauchen mehr Crit-Cloaks. Das heißt, AI ist jetzt erstmal kurz nicht sonderlich geil, weil wir nur 40% haben. But you know, it's fine. Brauchen jetzt nur noch zwei Crit-Cloaks. 1200 Gold, schnell gefarmt. Dann haben wir Insane Damage Power Spike. Dann gehen wir Lord Dominix und Avoris oder so, ne? Ich soll jetzt ja eh nicht fighten. Die Gegner können nicht Nash forcen. Wir können einfach für Drake warten. Das heißt, wenn wir jetzt eine kleine Ruhezeit haben, bin ich danach komplett OP. Ich bin jetzt schon komplett auf fair. Aber ja, 40% der E ist jetzt nicht so Togo. Wir brauchen ein bisschen mehr Gold. Oh, ist aber ein unten gesalzt, der das ich nicht hätte. So, ich bin so fair. Stell euch vor, es wäre mit Empowered AI. Aber ich mach schon sehr viel. Wir haben Double Quick Look in Base, aber wir können auch Nashen hier. Ich habe den Jungler gekillt und den AD Carry. Okay. Jetzt haben wir 60%, not bad. Sind bei 70. Können eigentlich noch Rap-Pot kaufen mit dem Nash hier. Wenn wir die Ratte sehen, gehen wir sofort auf die Ratte her. Ich halbe Sekunde warten. Flash, Prolas, Claw, Outer, der Q ist tot. Mit Passive, wenn ich Passive Up habe. Closer. Mein Hardcore Body blocked. Ich bin immer noch Body blocked.
What is this? Oh mein Gott. Das war ein bisschen sehr grief, aber ich habe es noch gut gelöst. Weil ich hätte niemals unter Turm geäht werden dürfen. Nicht gekrittet. Ich hätte einfach weggehen sollen, nachdem ich nicht kritte. Wie habe ich bitte zweimal nicht gekrittet mit 70%? Wow. Ja, dem ich nicht kritte, hätte ich weggehen müssen. Das ist mein Fehler. Ja, er schreibt auch. RIP no crit. Ja, I mean, I don't know. Wie ich da zweimal nicht kritte. Wäre immer geil, wenn er auf der Gegner das recognized. Was einfach Bullshit war. Riot Games. Ja, bitter, war mein erster Death. Sonst im sehr guten Game, clean Game. Ich meine, es ist immer noch ein sehr gutes Game, aber jetzt ist ein Schandfleck drauf. Fletcht einfach rein. Er brennt einfach. Deine Passive ist so strong. Wie viel Bonus-Damage machen wir mit 100% Crit? Aktuell sind wir bei 150. Wir waren davor bei 70, glaube ich, als wir Vitals hatten mit 40%. Ignited. Da hat kein Protoss Glaub gehabt, um es ein bisschen cleaner zu spielen. Wenn Twitch hier ist, sind wir probably dead. Okay, das war schon eine sehr sexy Granate Ult. Der früher auf Twitch flashen soll. Ich hab ein bisschen zu lange gezögert. Wollte nur im Protoss Glaub weiterkommen, war gar nicht notwendig. Warum FF diese Lucian die ganze Zeit? Nice! Sehr cleanes Game. Ein kleiner Schandfleck. Aber sonst, haben wir ihn einfach gut gefarmt und, wow, ich bin mir nicht wirklich sicher, wie gut dieser Build ist. Hat sich auf jeden Fall schwächer angefühlt als davor, weil wir weniger Damage mit Barrels haben, aber wir slowen, I guess, mehr und wir haben mehr Damage auf Passive. Wir haben mehr Base Damage auf Q und wir haben mehr Leben. Ich glaube einfach, das ist bad, dass diesen Build zu spielen. Gegen Jace ergibt Sinn, aber ansonsten Triforce und Grasp ist einfach besser, I think. Noise, noise, noise. You take the dub. Echt nicht so insane Damage gedrückt. Das war okay, würde ich sagen. Dafür, dass ich so fett war und alles. Weil Bild macht halt nicht mehr so viel Schaden wie vorher, right? Einfach ein paar richtig gute Barrels. War richtig clean well played, Sir. Ey, danke dir, Bro. Danke dir, Durex Premium.